Hallo und herzlich willkommen zu Brennpunkt, Ihrem Krone-Talk. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, eine Kleinpartei machte die letzten Tage von sich reden. Die Allianz für Österreich, die sogenannte DAÖ. Und der werden bei der kommenden Wienwahl sogar 7% der Stimmen und damit der Einzug in den Gemeinderat zugetraut. Für eine Partei ist das allerdings weniger erfreulich, und zwar für die FPÖ. Ich stelle heute meinen Gästen bei mir im Studio die Frage, kann die DAÖ der FPÖ gefährlich werden und wie legt die FPÖ diesen Kampf an? Das diskutiere ich mit meinen Gästen und ich begrüße ganz herzlich. Maximilian Kraus ist nicht amtsführender Stadtrat und Bundesobmann der Freiheitlichen Jugend Österreichs. Zur Situation der FPÖ Wien sagt er, wie bekannt ist, hatte es die FPÖ im vergangenen Jahr nicht leicht. Daher wird es leider auch für die Bezirksparteien der FPÖ schwer werden, große Sprünge zu machen. Peter Westenthaler war lange Jahre bei der FPÖ tätig, bevor er 2005 zum BZÖ wechselte. Zu der neu gegründeten DAÖ sagt er, Kinder, Kinder, das kann nicht gut gehen. Der politische Friedhof ist gefüllt mit Abspaltungen. Doris Vettermann ist Innenpolitikjournalistin bei uns im Haus der Kronenzeitung. Sie schloss bei unserer letzten Sendung, bei der sie zu Gast war, ein politisches Comeback von HC Strache aus. Nun steht es aber mit der DAÖ vor der Türe. Ich frage sie heute, was das für ihn, aber auch für DAÖ und für die FPÖ bedeuten kann. Und ein Platz bei uns in der Sendung ist noch leer. Es folgt später hoffentlich Stefan Petzner, der kommt ein wenig später. Ja, DAÖ oder FPÖ, wer macht bei der Wienwahl das Rennen? Sagen Sie uns Ihre Meinung wie immer über Krone.at, Facebook oder auch über Twitter. Wir sind gespannt, was Sie zu sagen haben. Und bevor wir in unsere Runde starten, haben wir wie immer alle Informationen in einem kurzen Zuspieler für Sie zusammengefasst. Notwendige Konsequenz oder politische Intrige, wie die FPÖ und Heinz-Christian Strache auseinandergegangen sind, ja, daran scheiden sich die Geister. Für diese drei Herren ist der Fall klar. Der blaue Messias hätte nie von der eigenen Partei gekreuzigt werden dürfen und sie distanzieren sich von der FPÖ. Sie gründen die DAÖ, die Allianz für Österreich. Nun werden für die Wienwahl FPÖ und Ex-FPÖler um blaue Stimmen buhlen. Die einen ohne Strache, die anderen, nun ja, zumindest im Geiste mit Strache. Denn bis heute hat der ehemalige Vizekanzler lediglich seine Sympathie ausgesprochen, nicht mehr. Und ihr habt damit ein deutliches Signal gesetzt und dafür gebührt euch Dank und Anerkennung. Wie Herbert Kickl die Chancen der abgespaltenen Neupartei einschätzt, daraus macht er im Krone-Talk keinen Hehl. Also Abspaltung ist für mich die Übertreibung des Jahres. Und da haben Sie also drei Fluchthelfer für Strache gefunden, die begleiten ihn jetzt in diese von mir vorher skizzierte eigene Wirklichkeit. Ich glaube, dieses Kürzel muss man sich gar nicht merken. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Mir gefällt der Bündnis Zukunft Ibiza viel besser. Ich halte das für eine politische Totgeburt. Die DAÖ sei also eine politische Totgeburt. Aber nicht, wenn Strache mit antritt, wie Kamersin Research ermittelt haben will. 7% seien da schon drin. Der damalige selbsternannte Bürgerkanzler hatte immerhin fast 1 Million Follower auf Facebook. Hatte, wohlgemerkt. Fanseiten, die ein Comeback Straches einläuten wollen, knacken nicht einmal die 3000er-Marke. Straches Account ist zumindest von rund 56.000 Menschen abonniert. Ein Rennen zwischen der FPÖ und der DAÖ steht oder fällt also mit Straches Antritt. Und ich sag, da kann ein starkes Comeback in Wien mit eurer Hilfe möglich werden, wenn wir gemeinsam diesen Schritt setzen, lieber Vater. Herr Kraus, nochmal danke fürs Kommen. Guten Abend. Ja, wir haben es gerade gehört und bald steht die Wienwahl vor der Tür, oder es ist eigentlich schon fast zu weit. Haben Sie denn Angst vor der DAÖ? Ja, danke für die Einladung. Nein, ich glaube, erstens mal, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und zweitens ist es auch klar, dass jetzt einige Monate vor einer Wahl diverse Medien, Umfrageinstitute und vielleicht auch Kommentatoren, um der FPÖ zu schaden, eine kleine Abspaltung von uns in die Höhe schreiben, um da einen Konflikt herbeizureden, der für uns in der Form überhaupt keiner ist. Weil ich sage, der Gegner der FPÖ ist nicht eine Kleinstpartei, denn die Geschichte hat immer gezeigt, dass Abspaltungen, sei es das Liberale Forum oder das BZÖ, am Ende in der Versenkung verschwunden sind, sondern unser Gegner ist in Wien Rot-Grün. Unser Gegner ist ein System von Rot-Grün, das für Rekordarmut in Wien gesorgt hat, das für Rekordarbeitslosigkeit in Wien gesorgt hat, in dem in Kindergärten islamistische Umtriebe herrschen und das auch
auch noch staatlich subventioniert wird. Unser Gegner ist diese rot-grüne Allianz, die sich eigentlich in den letzten Jahren gegen die echten Wienerinnen und Wiener positioniert hat. Und hier liegt unser Fokus darauf, hier wollen wir Veränderung und hier sind wir auch die einzige echte Kraft, die das glaubhaft darstellen kann. Und wer das möchte, und das sind viele Wienerinnen und Wiener, die werden im Herbst die FPÖ wählen. Sie haben gesagt, Sie haben keine Angst vor der DAÖ. Mhm. Haben Sie Angst vor einer Liste Strache? Nein, das ist für mich genau das Gleiche. Ich glaube, diese Kleinstliste wird in Zukunft mit sich selbst beschäftigt sein, vielleicht mit der Justiz beschäftigt sein. Aber für die Wählerinnen und Wähler in Wien wird sich eine Frage stellen. Und zwar, was möchte ich mit meiner Stimme verändern in Wien? Möchte ich, dass es so weitergeht in Wien mit Rot-Grün? Dann werde ich eine dieser Parteien wählen. Aber möchte ich Veränderung, dann bleiben einige andere Parteien. Die ÖVP fällt jetzt für Leute, die eine konservative, die eine rechte Politik in Wien wollen, weg, weil sie auf Bundesebene bereits mit den Grünen in eine Koalition gegangen sind. Und das ist das beste Beispiel dafür, dass sie es auch in Wien sofort tun würden. Das DAÖ, schon gesagt, ist eine Kleinstpartei, ist keine echte Alternative, bleibt nur die FPÖ. Und es gibt so viele Menschen, die in Wien unzufrieden sind, mit der Landesregierung, mit der Bundesregierung. Und hier werden wir als FPÖ der verlässliche Faktor sein, der auch in Zukunft für Sicherheitspolitik, für eine strikte Zuwanderungspolitik und für die Kontrolle der rot-grünen Regierung in Wien steht. Also wer Veränderung will, der kann das nur mit der FPÖ tun und deswegen müssen wir uns vor überhaupt niemanden fürchten. Wir haben ja gerade Ballsaison und vor 2 Jahren haben Sie gemeinsam mit der Tochter von HC Strache den Akademikerball eröffnet. Also Sie kennen doch Heinz-Christian Strache ganz gut. Wie schwer fällt es einem da persönlich, wenn man dann vielleicht in naher Zukunft gegen jemanden wahlkämpfen muss, den einen vielleicht auch persönlich, mit dem man persönlich vielleicht auch verbandelt war? Das ist eine Tochter, ist ein sehr liebes und tolles Mädchen, die ich überhaupt nicht in diese Sache hineinziehen möchte. Und natürlich ist es so, dass es langjährige Freundschaften gibt, die dann auf die Probe gestellt werden und vielleicht auch daran langfristig zerbrechen. Allerdings geht es nicht um mich und was mir gefällt oder was dem Herrn Strache gefällt. Es geht darum, dass Wien eine Veränderung braucht und dass Wien nicht weiter ein rot-grünes Chaos braucht, sondern dass man hier umdenken muss. Und das gibt es nicht mit Kleinstparteien, das gibt es nur mit der FPÖ. Wie läuft das eigentlich praktisch, wenn man sich auf Veranstaltungen sieht? Also jetzt war ja auch gerade Jägerball, da waren auch sehr viele DAÖ-Vertreter, aber auch FPÖ-Vertreter zu Gast. Grüßt man sich da eigentlich? Geht man sich da aus dem Weg? Schauen Sie, ich grüße Vertreter jeder Parteien. Mir ist auch bei den Grünen vielleicht manchmal passiert, dass die keinen Freiheitlichen grüßen, weil sie sagen, sie haben keine Manieren, ich weiß es nicht. Aber ich grüße jemanden von den Grünen, von den SPÖ, vom DAÖ. Daran hapert es bei mir nicht. Mir geht es um die politischen Inhalte und dass man etwas ändern muss. Das Thema Abspaltung ist ja schon gefallen. Sie haben es ja hautnah miterlebt. Zumindest Sie waren lange Zeit in der Politik zugegen, davor bei der FPÖ. Dann 2005 war das, sind Sie zum BZÖ gewechselt. Ist das jetzt mit der DAÖ, ist das wieder eine Abspaltung? Ist das so zu sehen? Ist das vergleichbar mit dem BZÖ damals? Also zunächst einmal zur historischen Wahrheit. Ich war bei keiner einzigen Spaltung dabei, denn als sich das BZÖ damals im Jahr 2005 abspaltete von der FPÖ, war ich in der Privatwirtschaft bei Frank Stronach tätig. Wäre ich damals in der Politik gewesen, hätte ich es nicht zugelassen, weil Abspaltungen, in dem Fall ist es ja keine Abspaltung, sondern eine Absplitterung dieses kleinen Grüppchens, in der Politik einfach nichts bewirken. Und das ist historisch belegbar. Keine einzige Parteiabspaltung hat sich in der Geschichte, und deswegen auch mein Einleitungssatz, der Friedhof ist voll mit Abspaltungen. Keine einzige Abspaltung hat sich in die Geschichte jemals durchgesetzt. Und da waren ganz andere Kaliber dabei, wie diese drei Daltons da jetzt von der DAO, die DAÖ. Also da waren ganz andere Abspaltungen dabei. Eine davon war das BZÖ. Jörg Haider hat sich mit einem ganzen Parlamentsclub und einigen Landesparteien, unter anderem mit der starken Kärntner, abgespaltet. Heute gibt es nicht mehr und das ist aber nicht nur auf den Tod von Jörg Haider zurückzuführen. Ich behaupte, wenn Jörg Haider leben würde, würde es das BZÖ auch nicht mehr geben, wäre schon längst wieder wahrscheinlich mit der FPÖ zusammen. Wenn wir die Geschichte schauen, 1965 gab es die allererste Abspaltung. Eine berühmte Persönlichkeit, der Innenminister Franz Ohler, hat sich damals mit einer kleinen Liste von der SPÖ abgespalten. Hat große Unterstützung auch dieses Hauses gehabt, also medial sehr gute Unterstützung und hat es auch nicht geschafft. Er hat die 4%-Quote nicht erreicht. Dinkhauser, Peter Pilz, Stronach, wie gesagt, großer Friedhof von Abspaltungen und jetzt halt wieder eine, die in kürzester Zeit, ich glaube noch viel weniger Zeit brauchen, um in der Versenkung wieder zu verschwinden, wie die Vorgänger. Warum? Weil es keine nachhaltige Politik machen kann. Und der freiheitliche Wähler, und das Potenzial ist ja da, jetzt ist gerade eine Krise seit mehreren Monaten, eben das durchlebt jede Partei einmal. Aber wir gehen davon aus, dass die FPÖ bei der letzten Wahl 31% hatte in Wien.
Wenn wir uns jetzt die Umfragen anschauen, dann sind sie in etwa halbiert, um die 13-15%. Das heißt, dieses Potenzial wird die FPÖ allemal ansprechen, auch bei einer kommenden Wahl, denn die sind alle Dicks und Dünns einer Partei schon mitgegangen. Warum sollen sich die jetzt abwenden? Und die anderen 15%, die da so am Markt sind, teilen sich halt jetzt eben auf. Gehen die zurück zur SPÖ, werden sie von der FPÖ angesprochen, also von der FPÖ wieder angesprochen oder von der ÖVP oder unter Umständen auch von dem DAÖ. Und da, glaube ich, wird jeder freiheitliche Wähler am Wahltag letzten Endes darüber nachdenken, wie nachhaltig eigentlich seine Stimme ist. Und da ist sie halt immer noch am nachhaltigsten bei der FPÖ, weil die einfach seit vielen Jahren, Jahrzehnten existiert, auch die Politik bekannt ist. Ja, sogar würde ich sagen, bei den anderen Parteien, auch da weiß man, was man wählt. Bei der ÖVP weiß man es nicht, weil die bis heute nicht einmal selbst ihre Linie definieren können. Die haben ja kein Programm, die haben keinen Inhalt. Und daher glaube ich, ich glaube auch, dass diese Umfragen völlig falsch sind, die sie eingeblendet haben. Dieses Institut, von der habe ich zuletzt in einer Tageszeitung eine Umfrage gelesen, die auf 105% gekommen ist. Das ist eine Leistung, muss man auch zusammenbringen. Aber deswegen kann man diese ganzen Umfragen, so wie sie sind, kübeln. Ich behaupte, so wie ich hier sitze, diese Gruppe, egal ob mit oder ohne Strache, wird nicht in den Wiener Landtag einziehen, weil sie bis dahin nicht durchhält. Aber Sie haben gesagt, die haben kein nachhaltiges Programm, aber Sie haben eins Christian Strache, der ja immer noch sehr viele Wähler anziehen kann. Das wird man sehen. Sie haben es ja selbst im Vorspann gezeigt. Da hat sich ja auch einiges verändert. Wenn Heinz-Christian Strache in der Vergangenheit in den Social Medias Postings abgesetzt hat, dann waren die im fünfstelligen Tausenderbereich entweder geliked, geteilt oder kommentiert. Heute schafft das nicht einmal über 1000. Das heißt, es hat sich ja da auch in der Kommunikation etwas getan. Ich persönlich, ich kenne Heinz-Christian Strache, ich respektiere und muss sagen, habe großen Respekt vor seinen Leistungen in den vergangenen 15 Jahren. Aber was er jetzt macht, ist ein Fehler, ein schwerer politischer Fehler. Er zerstört sich damit selbst, er ramponiert sich selbst, er stellt sich wieder in die politische Auslage, die er mittlerweile jetzt zweimal verlassen hat. Das ist, Politik ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, die er zweimal verlassen hat. Jetzt stellt er sich wieder in die Auslage. Und was ist denn eigentlich seine Vision? Ich kenne seine Vision nicht. Kann es eine Vision sein, in Wien im Gemeinderat mit drei weiteren Hanseln in der letzten Reihe zu sitzen und dort zuzuschauen, wie, ich sage es jetzt einmal banal, Einbahnstraßen beschlossen werden oder umgedreht? Es kann es ja nicht sein. Das heißt, am Ende kommt das Schmidt- und Schmiedl-Prinzip und da ist die FPÖ deshalb am längeren Ast, weil die FPÖ meiner Meinung nach gerade in Wien die einzige Partei ist, die seit Jahrzehnten, nämlich zumindest seit 30 Jahren, das zentrale Wiener politische Thema vorgibt und das ist die Migration und Zuwanderung. Und das wird die Auseinandersetzung in diesem Wahlkampf sein. Wer kämpft gegen eine weitere unkontrollierte Zuwanderung? Wir haben jetzt die neuesten Zahlen in Wien mit 43,9% Migrationshintergrund. Haben wir bereits jeden zweiten Wiener, der einen Migrationshintergrund hat. Das heißt, bei der übernächsten Wahl in Wien werden die Zuwanderer die Mehrheit bereitstellen. Und da gibt es eben meiner Meinung nach nur eine Partei, die das abdeckt. Und das ist die FPÖ und sonst keine. Frau Vettermann, als Politikexpertin und Beobachterin, die DAÖ steht derzeit bei 7%. Lässt sich das noch steigern? Ist da noch mehr drinnen oder ist das wirklich das Maximum, was sie erreichen kann? Das ist eine gute Frage. Also viel mehr, glaube ich, wird wohl auch nicht mehr drinnen sein. Aber ich glaube, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben jetzt schon begonnen, irgendwie so ein bisschen eine Wahlkampfrede hier eigentlich zu halten. Und wenn Sie jetzt sagen, wir Medien schreiben dieses ganze Phänomen oder das Problem herbei, also das würde ich so nicht sehen. Es gibt einfach eine Gruppe, die nennen wir es abgesplittert, von mir aus keine Trennung, die sich von der FPÖ eben getrennt hat. Und da ist eine Frontfigur mit Heinz-Christian Strache, der, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit wesentlich mehr Strahlkraft hat als der Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp. Und das sieht man auch in der Umfrage. Sie kritisieren das jetzt und sagen natürlich, das stimmt nicht. Es gibt ja nicht nur die, es gibt ja mehrere Umfragen zu dem Thema. Und was man da schon auch sieht, bei der Frage, wenn man den Wiener Bürgermeister direkt wählen könnte, schneidet Heinz-Christian Strache definitiv besser ab als Dominik Knepp. Ist natürlich auch viel bekannter, das ist ganz klar. Allzu viel Luft nach oben, glaube ich, wird nicht mehr sein. Aber weil Sie es im Vorspann sozusagen auch angesprochen haben, dass ich vor einiger Zeit noch ausgeschlossen habe, dass er zurückkommt. Ja, das stimmt. Ich gebe auch zu, ich habe wirklich diese
dieses sich einfinden in eine Parallelwelt und sich dort sehr bequem einrichten, tatsächlich unterschätzt. Das ist das, was Heinz-Christian Strache jetzt macht und sich in seine Opferrolle hineinbegibt. Ich habe aber auch unterschätzt, wie viele Leute ihm das nach wie vor abnehmen und wie vielen Leuten eigentlich völlig egal ist, was er gemacht hat, nämlich tatsächlich in diesem Ibiza-Video ja die halbe Republik zum Verkauf angeboten hat und ganz offen Korruption angeboten hat mit Parteispenden am Rechnungshof vorbei. Dass es immer noch eine beträchtliche Anzahl an Leuten gibt, denen das offenbar ganz egal ist und denen es nur um die Person Heinz-Christian Strache geht. Worauf führen Sie das zurück? Ist das dann, vergisst man das nach einem Monat und ist das dann gegessen? Gegessen oder ist es halt eben dieses Einrichten, ich würde wirklich sagen, wie eine Parallelwelt, so nach dem Motto, ja, Ibiza war irgendwie eh bisschen blöd und halt die berühmte psoffene Geschichte, wie es auch die FPÖ am Anfang versucht hat, immer darzustellen. Aber sozusagen das, was von den Menschen jetzt kommt, die auch da letzte Woche oder vor zwei Wochen in den Sophiensälen waren, aber wie die Partei jetzt mit ihm umgeht, das ist ja ungerecht und das ist eine Hetzkampagne gegen ihn und so weiter. Daher müsse man ihn jetzt unterstützen. Mhm. Herr Kraus, ich wollte ganz kurz noch antworten, weil Sie gesagt haben, Vergleich Dominik Knepp, Heinz-Christian Strache, da muss man schon am Boden bleiben. Weil was hat Dominik Knepp in den letzten Dreivierteljahr gemacht? Er hat eigentlich einen Scherbenhaufen übernommen in einem großen Chaos und hat das sehr souverän bis heute gemanagt und wird deswegen auch als Spitzenkandidat von uns in die Wahl gehen. Und der Vergleich hinkt ja auch insofern, als in den letzten Jahren ja viele, viele Millionen in die Person Heinz-Christian Strache, Bekanntmachung, Plakate, Social Media, Werbung, Vizekanzler geflossen sind. Und sozusagen so jemanden, der so lange, so groß in den Medien war, dann mit jemandem zu vergleichen, der jetzt seit kurzem am Feld ist, aber in der Zeit eigentlich gute Arbeit geleistet hat und natürlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ja erst so richtig in den Wahlkampf starten wird, muss man realistisch betrachten. Und da hat es auch zwei Umfragen gegeben. Eine hat Heinz-Christian Strache etwas vorne gesehen, eine Dominik Knepp etwas vorne. Und das ist eigentlich ein sehr guter Wert für ihn, weil er ja noch viel weniger an Bekanntheit hat, was sich aber natürlich in den nächsten Wochen und Monaten schlagartig ändern wird, weil es Zwischenkampagnen geben wird, weil der Wahlkampf losgehen wird und weil er natürlich auch Schwerpunkte setzen wird. Und wenn du richtig gesagt hast, dass wir in Wien mittlerweile die Situation haben, dass 43% der Menschen Migrationshintergrund haben, wir jetzt aktuell eine Debatte haben, dass im Krankenhaus Nord, das zwar hunderte Millionen Euro zu viel gekostet hat, wo es reinregnet, wo es Riesenprobleme gibt, aber gleichzeitig nicht einmal Kreuze in den Krankenzimmern aufgehängt werden dürfen aus Rücksicht auf muslimische Zuwanderer, dann sind das Themen, die die rot-grüne Stadtregierung aufmacht, wo sie den Wienerinnen und Wienern eigentlich vermittelt, ihr könnt zwar dafür zahlen, aber eure Bräuche und eure Sitten und eure Kultur bleibt hintan, die Dominik Knepp ganz massiv ansprechen wird. Und ich bin mehr als davon überzeugt, dass ein Ergebnis von 20% mit ihm möglich sein wird. Aber inhaltlich gleicht sich das ja doch auch ein wenig dem, was Heinz-Christian Strache bei seiner Rede beim Neujahrstreffen der DAÖ gesagt hat. Also dass das zentrale Thema auch die Zuwanderung sein wird. Wo will sich denn da die FPÖ unterscheiden? Das ist sehr gut, dass Sie das ansprechen, weil es gibt eben, und das hat der Westenthaler auch gesagt, seit 30 Jahren in Wien einen verlässlichen Partner, wenn es ums Thema Zuwanderungspolitik geht. Und das ist die FPÖ. Das war unter Jörg Haider so, das war unter Heinz-Christian Strache so, das ist unter Dominik Knepp so und das wird in vielen Jahren auch mal unter einem anderen Obmann so sein, weil es nicht um Personen und Köpfe an der Spitze geht, sondern weil es um Inhalte geht. Und wer einen Wechsel in der Zuwanderungspolitik, in der Sicherheitspolitik und all diesen Dingen, für die die FPÖ ja eigentlich als einzige Partei steht, möchte, der kann den nur mit der FPÖ führen. Wer eine Kleinstpartei unterstützen möchte, die jetzt auch mal 1 Million Euro den Steuerzahler kostet, obwohl sie nie wirklich gewählt wurde, was ja früher auch von diesen Leuten übrigens oft kritisiert wurde, dass das überhaupt möglich ist, der kann das tun, aber das werden nicht viele sein. Was macht denn die DAÖ eigentlich bei der Abspaltung falsch? Warum trauen Sie, das nicht zu, dass ja, derzeit auf 7% kommen? Also, das hat auch einen Grund, denn wir wissen ja, wer diese Abspaltung rein technisch und organisatorisch umsetzt. Jener, der auch die PZÖ-Spaltung umgesetzt hat, Gernot Rumpold, der ein persönlicher Freund von mir ist, dem ich auch alles Gute wünsche, dem ich das auch nicht krumm nehme. Aber lieber Gernot, es hat damals nicht funktioniert und es wird jetzt auch nicht funktionieren. Es ist dasselbe Huschpfusch wie damals. Irgendein Namen, wo man zuerst glaubt hat, das ist ein Bienenzüchterverein oder irgendeine Bank oder eine Versicherung. Das ist das Gleiche jetzt mit DAÖ, wo man ja glaubt, man hat was getrunken, wenn man das ausspricht. Man kommt ins Lallen, wenn man das... Also das kann ja nicht funktionieren. Was mich beschäftigt, ist etwas, nachdem ich den Jörg Haider nicht nur beobachtet habe, sondern auch mit ihm Seite an Seite in dieser Zeit, dann in meiner zweiten politischen Zeit beim PZÖ tätig war, habe ich auch mitbekommen, wie dieser Jörg Haider mental, persönlich
eingegangen ist mit dieser Geschichte. Er war verzweifelt in Wahrheit. Dieser Mann hat einmal in diesem Land 27% aller Wählerstimmen gehabt, war zweitstärkste Partei im Jahr 1999, hat die FPÖ in die Regierung geführt und musste sich plötzlich damit auseinandersetzen, ob er 4, 5 oder 6% macht, ob er überhaupt ins Parlament einzieht. Kein Geld, das frage ich mich übrigens beim DAÖA, woher kommt Geld? Es kann mir doch niemand erklären, dass ein einziger Unternehmer in Österreich sich herstellen würde und dieser Gruppe Geld spenden würde, wissend, dass der Staatsanwalt einigen Proponenten dieser Gruppe nachläuft und unter Umständen dieser Unternehmer dann, weil die Staatsanwaltschaft gerade lustig ist und das nachprüfen muss, wo das Geld für diese Gruppe kommt, dann einmal ihm einen Besuch abstattet und plötzlich er die Staatsanwaltschaft in sein Unternehmen hat. Es wird doch kein Unternehmer einen Cent für diese Bewegung spenden. Ich höre auch, dass es da schon Schwierigkeiten mit der Finanzierung gibt. Die Ankündigungen stimmen alle nicht. Erinnern Sie sich, vor Weihnachten, als diese Gruppe gegründet worden ist, hat man gesagt, jetzt werden dann jeden Tag ein paar Gemeinderäte wechseln. Bis heute ist kein einziger weiterer Gemeinderat von der FPÖ gewechselt. Wohlweislich, weil auch die Gemeinderäte der FPÖ wissen, dass das ein Ablaufdatum da drüben hat. Das heißt, das Ganze ist inkonkurrent, das Ganze ist in sich nicht stabil, das Ganze wird von Personen umgesetzt, die politisch entweder gar nicht oder nur mittelerfolgreich waren. Wer hat denn bis vor kurzem diese drei Abgeordneten gekannt? Niemand. Die haben nicht einmal Anträge eingebracht, höre ich jetzt mehrere. Also es gibt auch keinen Arbeitsnachweis. Und irgendwann, und deswegen bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob nicht die Prophezeiung der Frau Vettermann doch noch eintritt, irgendwann wird Hartz Strache sich mal überlegen, ob er sich das wirklich antun möchte und ob er nicht doch noch hier vielleicht im letzten Moment sozusagen die Reißleine zieht und sagt, ich mache das doch nicht, weil es aussichtslos ist. Und wenn er mich fragt und ich in einer Stunde mit ihm zusammensitze, würde ich ihm das auch erklären. Es ist aussichtslos. Er hat keine Chance auf einen nachhaltigen Erfolg, weil ihn die Menschen im Überausmaß nicht wählen werden aufgrund seiner Vergangenheit der letzten Monate und auch aufgrund der Tatsache, dass eine Stimme fürs DAÖ einfach nicht nachhaltig ist. Ich kann, wenn ich nicht einziehe, und noch ist ja nicht bewiesen, ob er überhaupt einzieht, ich bin der Meinung, er schafft die 5%-Gruppe nicht. Ich glaube, dass das eine hohe Latte ist, die erst einmal übersprungen werden muss. Und selbst wenn, dann hat er halt 6-7% und ein paar Mandate, da kannst du rein gar nichts bewirken in einem Gemeinderat. Währenddessen eine starke FPÖ natürlich einen Anspruch stellen könnte, die Partei zu sein, die halt in Wien darauf schaut, dass die Zuwanderung eben nicht weiter ansteigt und nicht in Bälde die Wienerinnen und Wiener eine Minderheit in der eigenen Stadt sind. Der Kraus hat gerade gesagt, es geht mehr um die Inhalte und weniger um die Köpfe. Ist es ihm tatsächlich wirklich so, also dass der Wähler auf den Inhalt schaut und dann zur FPÖ zurückfindet? Das kann ich mir so ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil inhaltlich ist zwischen FPÖ und DAÖ, DAÖ, ich bin ganz bei Ihnen, das ist ein wirklich unglücklicher Name, wird dann vielleicht ja auch noch geändert werden in Liste Strache oder wie auch immer. Inhaltlich gibt es ja keinen Unterschied und diese Liste Strache, DAÖ, besteht ja de facto personell ja auch nur aus Heinz-Christian Strache. Wenn der nicht dabei ist, hat diese Liste wahrscheinlich nicht einmal 0, irgendwas Prozent. Das ist auch klar. Dass es die FPÖ nicht gerne sieht, ist auch logisch. Ich denke schon, wenn er antritt, dass die Liste den Einzug schafft, ob das jetzt ein 5, 6, 7 oder 8 Prozent sind, egal. Aber diese Prozent werden auf jeden Fall der FPÖ fehlen, weil die wird Strache auf jeden Fall der FPÖ wegnehmen. Also glaube ich, so leicht, wie die FPÖ jetzt damit umgeht und immer sagt, ah, das betrifft uns überhaupt nicht und das geht uns gar nichts an und das ist uns auch völlig egal. Ich glaube, so sehr auf die leichte Schulter sollte man es auch nicht nehmen. Und man sieht ja auch schon in der letzten Zeit, also Heinz-Christian Strache versucht ja immer extrem zu provozieren. Wenn man sich seine Facebook-Seite anschaut, da ist extrem viel Bewegung wieder, da ist extrem viel los drauf. Er geht auf seine sogenannten alten Freunde los, auch am Tag nach der Rede in den Sophienseelen hat er gleich ein Foto gepostet mit Heimbuchner und Kickl und hat irgendwas von falschen Freunden geschrieben. Eine Zeit lang war die FPÖ ruhig und dann hat man doch darauf reagiert. Norbert Hofer hat dann dieses Facebook-Posting abgesetzt mit dem Ibiza-Bild und danke sehr. Man kann es emotional persönlich vielleicht verstehen. Ich würde jetzt mal sagen, politisch, taktisch, schlau
war es nicht, weil auf jede Provokation, auf die die FPÖ einfach reagiert, das nützt Strache und er bekommt wieder mehr Aufmerksamkeit. Und das ist genau das, was er möchte und worum es ihm geht. Wir haben einen Neuzugang, Herr Kraus, bevor Sie dran sind, bei uns in der Sendung, einen frisch erblonderten Herrn Petzner. Genau. Herzlich willkommen bei uns. Ja, schön, dass Sie da sind, steht Ihnen ausgezeichnet. Natürlich. Sie haben ja, um gleich einzusteigen in die Diskussion und um das zusammenzufassen, Sie haben ja Heinz-Christian Strache in einem Interview geraten, dass er doch ins Dschungelcamp gehen soll. Hätte er denn dort mehr Chancen auf die Dschungelkrone gehabt, als dass das DAÖ die 10%-Marke schafft? Ich formuliere es mal so, im Dschungelcamp hätte er vielleicht mehr Freiheit als in einer Gefängniszelle, die ihm droht. Und damit bin ich auch schon beim Thema und dem Grund meiner Verspätung und Entschuldigung. Der Grund der Verspätung ist eigentlich die Kronenzeitung, ja, die, und das muss ich wirklich sagen, gestern Dienstag einen Riesenjustizskandal aufgedeckt hat, Gott sei Dank, der auch mit Strache zusammenhängt. Nämlich in der Form, dass sie schwarze oder türkise Beschuldigte wie Raiffeisenleute namens Bröll und Rothensteiner richten können, indem sie beim obersten Chef der Strafrechtsbehörden intervenieren und Geheimgespräche führen, während andere Beschuldigte wie Strache oder andere Personen dieses Privileg nicht haben. Das ist eine Zweiklassenjustiz, die unabhängig von der Person einfach in einem demokratischen Rechtsstaat nicht sein kann. Und das wird auch das Hauptproblem des Heinz-Christian Strache, egal was jetzt da derzeit diskutiert wird, sein im Laufe der nächsten Monate bis zur Wienwahl, dass er nicht weiß, im Unterschied zu Türkisen offensichtlich, was ihm von der Justiz droht. Kommen da Anklagen, kommen da weitere Verfahren, alles was da passiert, ist massiv schädlich. Und das ist auszugehen davon, dass die Zeit ausreichen wird, vor der Wienwahl noch auch erste juristische, möglicherweise für ihn sehr negative Entscheidungen zu haben. Und das würde dann natürlich eine Wahl sehr, sehr, sehr negativ für ihn beeinflussen. Aber wenn man jetzt noch ein bisschen zurückspricht. Ja, darf ich da nur einhaken, ja, weil das, wie alle wissen, habe ich es am eigenen Leib auch meine Erfahrungen mit der Justiz gehabt. Daher kann ich dem, was Stefan Petzner sagt, nur zu 100% zustimmen. Dort sitzen, und ich sage das jetzt völlig ungeschützt, dort sitzen Staatsanwälte, die ein einziges Ziel haben, Heinz-Christian Strache anzuklagen, vor Gericht zu bringen und den Ghetto einzusperren. Das ist einfach das Geschäft der Staatsanwaltschaft, vor allem so mancher, der, nicht alle Staatsanwälte, aber manche Staatsanwälte, die natürlich auch ein bisschen aus einer politischen Richtung kommen, die wir wissen. Wir wissen, wo mancher Staatsanwalt ausgebildet worden ist und. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Was ich damit meine ist, ich glaube ja, dass Heinz-Christian Strache sogar damit kokettiert, dass das kommen wird. Und dann sagen wir, seht her, ich der Arme, ich bin jetzt jemand, der wird da verfolgt, auch vom Staat. Und das mag alles aus seiner Sicht, und jetzt sind wir wieder bei diesem Ego-Trip, der schon oft angesprochen hat, auch schlüssig sein. Nur verdammt noch einmal, dieser Mann hat eine Familie. Der hat eine Frau, der hat Kinder, der hat eine Familie. Und seine Aufgabe wäre es jetzt, darauf zu achten, dass Schaden von seiner Familie abgewendet wird, dass er sich schützend davor stellt und nicht in die Auslag, in die Öffentlichkeit geht, dort wieder alles auf sich richtet und dort einen Ego-Trip zu spielen. Das nutzt nämlich seiner Familie und seiner Frau genau gar nichts. Und glauben Sie mir, ich weiß das, was das bedeutet, wenn Sie unter Druck der Justiz stehen und wenn Sie als einzigen Zufluchtsort nur mehr Ihre Familie haben. Nur, wenn Sie den nicht schützen, ist er vielleicht dann einmal weg. Und das wäre seine Aufgabe. Und das ist das, was ich an ihm einfach, an seiner Persönlichkeit nicht verstehe. Warum geht er nicht den anderen Weg und sagt, okay, ich habe jetzt im Moment einen großen, schweren Rucksack. Ich glaube, es sind 7 Verfahren derzeit, die gegen ihn anhängig sind. Ich muss diese 7 Verfahren erstens einmal überstehen. Nicht nur das, ich muss auch offensiv dagegen arbeiten und mich frei beweisen. Ich muss schauen, wenn er der Meinung ist, es ist alles so ungerecht und er ist im Recht, dann wird er ja sich frei beweisen können. Und wenn dann die Verfahren zu Ende sind, das wird halt 1, 2, vielleicht 3 Jahre dauern, na, dann kann ich noch immer sagen, so, und jetzt seht her, ich habe eine weiße Weste und dann steigt er bei der nächsten Nationalratswahl wieder Phönix aus der Asche. Aber jetzt mit diesem Rucksack in eine Wahlauseinandersetzung zu gehen, noch dazu eine, wo es sozusagen um die Schlacht um Wien geht, empfinde ich zutiefst egoistisch. Und auch nicht weitdenkend, vor allem nicht seines privaten Umfelds, das er ja da mit hineinzieht. Ne? Das muss man auch sagen. Ich muss das nochmal unterstreichen und glaube, dass er das zu wenig berücksichtigt hat. Klug wäre aus seiner persönlichen Sicht gewesen, und das braucht Zeit,
die juristischen Entscheidungen abzuwarten. Solange er politisch sich betätigt und in der ersten Reihe steht, gibt es gewisse Interessen von politisch motivierten Staatsanwälten und einer korrupten Justiz, ja, ich traue mich das zu sagen, deren Spitze, und auch diesen Namen sage ich hier, und soll er mich klagen, ist mir wurscht, ein gewisser Christian Pilnacek ist, ja, dass er sich denen aussetzt. Es wäre klüger gewesen, auch aus Schutz und Rücksicht auf die Familie, sich von der politischen Bildfläche völlig zurückzuziehen und sich auf die Entscheidungen der Justiz, die genug Arbeit und genug belastend sind, zu konzentrieren, zu erledigen und dann eventuell ein politisches Comeback zu überlegen. Daher glaube ich auch unterm Strich, dass ihm der Einzug in den Wiener Landtag nicht gelingen wird und dass Dominik Knepp als durchaus interessanter Kandidat, wenngleich auch junger, siegreich aus diesem Bruderkampf oder wie auch immer man das bezeichnen will, hervorgehen wird. Ich möchte einen Kommentar einbringen von einem unserer Zuseher und Leser, von Herbert Ander. Ob sich tatsächlich ein Absturz der FPÖ ereignen wird, werden wir erleben. Doch ein paar Prozente werden der FPÖ auf jeden Fall davon schwimmen. Herr Kraus, es wurde ja angekündigt vor der Nationalratswahl die größte Wählerrückholaktion. Und die hat ja schon begonnen vor der Nationalratswahl. Wie werden Sie das denn bei der Wienwahl anlegen? Naja, klar ist natürlich, dass es einen massiven Vertrauensverlust gegeben hat im letzten Dreivierteljahr, hat begonnen mit Ibiza, ist dann mit Spesen weitergegangen und das alles hat natürlich dazu geführt, dass es sehr viele Wähler gegeben hat, die auch bei der Nationalratswahl vielleicht einmal die ÖVP gewählt haben, weil man sich gedacht hat, dass Sebastian Kurz, der redet eh so ähnlich wie die FPÖ und Programm ist auch ähnlich, geben wir den Blauen einen Denkzettel, wählen wir diesmal die ÖVP. Irrsinnig viele von diesen Wählern sind mittlerweile einige Wochen oder einige Monate später bereits schwer enttäuscht von der ÖVP und vom Herrn Kurz. Schwer enttäuscht, weil der Herr Kurz eine konservative Politik versprochen hat, weil er gesagt hat, es kommt eine Mitte-Rechts-Regierung und auch eigentlich angedeutet hat, dass die Koalition, wie sie früher war, weitergehen könnte. Was hat er dann in der Realität getan? Er hat eine Koalition mit den Grünen eingegangen. Genau der Partei, die eigentlich von all den Wählern, die ihn jetzt einmal gewählt haben, am allermeisten abgelehnt wird. Und wir werden jetzt in Kürze erleben, dass es zu groben Verstimmungen kommen wird. Wir haben aktuell die Debatte rund um die Abschiebungen von Lehrlingen, wo die Grünen schon die Linie ändern wollen. Wir haben die Debatte rund um Seenotrettungen, wo die Grünen in Wahrheit wollen. Und der Minister Anschober sagt das ja auch ganz offen, dass man wieder alle Flüchtlinge, die irgendwo in ein Boot steigen, sofort nach Europa bringen muss. All das sind große Baustellen, wo die ÖVP in manchen nachgeben wird müssen. Und da wird es dann hunderttausende Wähler geben, die sagen, das vergesse ich dem Herrn Kurz nicht. Dieses Mal wähle ich wieder das Original, dieses Mal wähle ich die FPÖ. Und das wird auch bei der Wien-Wahl ein Schlüssel zum Erfolg sein, hier wieder unsere Glaubwürdigkeit und dieses Alleinstellungsmerkmal, das wir ja tatsächlich haben, auszuspielen. Und das wird gelingen und so wird man auch die Wähler zurückholen. Vielleicht noch ganz kurz, weil Sie vorher gesagt haben, Heinz-Christian Strache und das DAÖ, die können das locker schaffen. Ich glaube, dass das DAÖ in erster Linie in den letzten Wochen und Monaten mit sehr falschen Ankündigungen aufgefallen ist, weil die Proponenten, die da gewechselt haben, die haben gesagt bei ihrer Anfangspressekonferenz und in den Interviews rundherum, es werden die Hälfte aller Wiener Abgeordneten auf der hohen Ebene wechseln und von den Basisfunktionären, von den Bezirksräten, von den Mitgliedern schätzen sie eher mehr, vielleicht sogar 60%. Tatsächlich haben von 280 Bezirksräten, die die FPÖ in Wien hält, 6 gewechselt. Im Rathaus haben wir von 38 Mandataren 3 verloren. Das heißt, da erkennen die Leute von der Basis bis zu den Spitzenfunktionären, dass das nichts Nachhaltiges ist. Und das wird sich auch durchsprechen. Und auch die Wählerinnen und Wähler werden verstehen, dass es nichts bringt, ein Einmalprojekt zu unterstützen. Aber Herr Kraus, da muss ich Ihnen schon widersprechen. Sie sollten mit Ihren Rehaugen, die mich jetzt so nett anschauen, auch mal in das Regierungsprogramm schauen, das hier beschlossen wurde. Das ist nämlich ein zu 99,9% türkises und kein grünes. Erster Punkt. Zweiter Punkt, unabhängig davon, was Sie sagen und davon, ob das richtig ist oder nicht, ja, dass die FPÖ dieses Ziel anstrebt, ja, bei den Wählern klarzumachen, dass unter Kurz ein Linksruck stattfindet oder bereits im Gange ist. Diese Botschaft ist noch in keinster Weise beim Wähler draußen angekommen. In keinster Weise. Das muss man feststellen. Ja. Im Gegenteil, es ist bisher gar nichts passiert. Und die FPÖ muss vor allem auf Bundesebene dafür sorgen, mit Unterstützung der Wiener Landespartei, wenn sie erfolgreich sein will bei der Wienwahl, genau diesen Eindruck
und diese Interpretation der Wähler zu finden. Sonst wird das diese Wahl schwer werden für die FPÖ. Wenn ich ganz kurz antworten darf, du hast recht, im Regierungsprogramm stehen ein paar Überschriften drinnen, die auch noch von uns aus der alten Koalition sein könnten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen am Sonntag bei der Burgenlandwahl gesehen haben, dass es dort den grünen Abgeordneten Raimond gegeben hat in einem Interview, der sich neben der zuständigen Ministerin von der ÖVP, der Frau Edtstadler, hingestellt hat und ihr ins Gesicht gesagt hat, ja, wir haben das Thema Sicherungshaft ins Regierungsprogramm geschrieben, weil es euch so wichtig ist, aber wir beide wissen, dass das nicht kommt, weil es nur ein PR-Gag ist, dann sieht man jetzt vielleicht vier Wochen nach der Wahl noch nicht, dass die Leute das dem Herrn Kurz nicht glauben, aber das kommt in den nächsten Wochen und Monaten, weil es wird Abstimmungen im Parlament geben, es wird zu Wahrheitsbeweisen kommen, ob die ÖVP das ernst meint oder nicht. Aber Zeit, und irgendwo wird sie umfallen müssen. Weil bisher ist das noch nicht passiert. Also generell wollte ich nur vorher noch anschließen. Ich finde es irgendwie schon bemerkenswert, wenn Sie hierher kommen, sich dahersetzen und sozusagen der Justiz Korruption und den Staatsanwälten Abhängigkeit vorwerfen. Das wollte ich nur ganz kurz angemerkt haben. Aber zu dem anderen Punkt. Natürlich, die FPÖ würde das gerne sehen, dass da ein Streit ist, aber ich würde das jetzt nicht überinterpretieren, ehrlich gesagt. Also die Grünen sehen das alle sehr entspannt und das war von Anfang an so. Der Herr Anschober nicht so, glaube ich. Der Herr Anschober nicht so. Der Herr Raimond auch nicht. Der Herr Raimond ist weder in der Regierung noch ist er tatsächlich bei der Parteispitze, das glaube ich weniger. Aber auch der Herr Anschober sitzt sehr entspannt. Er wurde gefragt und er hat seine Privatmeinung dazu kundgetan und sagt auch selbst, natürlich ist das nicht sein Thema. Der Herr Raimond hat, ich zitiere, gesagt, der grüne Parlamentsclub wird einer Sicherungshaft nicht zustimmen. Ja. Zitat Raimond vorige Woche. Ja. Der Herr Anschober möchte die Seenotrettung, das Projekt Sophia, hat an dem Tag wieder hochgezogen, an dem, das muss man sich mal vorstellen, an dem der Chef seines Regierungspartners, der Bundeskanzler Kurz, neben der Frau Merkel steht und dort erklärt, warum Österreich gegen die Seenotrettungsprogramme sind, hat am selben Tag sein Minister seiner Regierung festgesetzt, wir sind aber für die Seenotrettung. Das funktioniert einfach nicht. Und um es an den Punkt zu bringen, was er gesagt hat, ist natürlich richtig. Kurz muss liefern. Und zwar Kurz muss vor der Wiener Wahl liefern. Kurz muss vor der Wiener Wahl liefern in jenen Themen, aber auch die Stefan Betzner richtig zitiert hat im Regierungsprogramm. Sicherungshaft, Migration, Asylzentren, Kopftuchverbot, Seenotrettung, all diese Punkte. Im Migrationspakt, es gibt ja auch Streitereien der Regierung. Wenn Kurz hier vor der Wahl nicht liefert, das heißt, wenn ihm die Grünen, und so schaut es im Moment aus, das alles verhageln, was er da vorhat, dann werden sich im Herbst einige Wähler, die zur ÖVP gewechselt sind, denken, eigentlich kommt da nicht viel. Ne? Aber um wieder retour zu kommen auf die FPÖ bzw. die DAÖ und das Duell, Herr Betzner, was passiert denn eigentlich mit Philippa Strache, dem Parlament? Wird die sich auch dem DAÖ anschließen? Wird das ein weiteres Zugpferd sein für das DAÖ, dass sie dann im Nationalrat auch einen Sitzen haben? Unabhängig von der Person Philippa Strache und sie persönlich angreifen zu wollen, das ist völlig wurscht, was sie macht. Ja, ob die jetzt im Parlament sitzt oder nicht und für wen oder nicht, ist kein Thema. Ist ja jetzt schon ihr Mandat kein Thema mehr. Zu Ihnen nur ganz kurz. Ich habe das bewusst gesagt, weil ich die Korruption der Justiz, und ich wiederhole das, als Selbstbetroffener, wie auch Peter Westenthaler, im Fall des Falles durch Unterlagen, Tonbänder etc. beweisen kann. Daher soll es der Herr Pilnacek versuchen, mich zu klagen. Er wird sich nicht trauen, weil er genau weiß, warum. Ja? Erster Punkt. Zurück eigentlich zum politischen Thema und zu Ihrer Frage, die jetzt nochmal wie gelautet hat. Sie haben es eigentlich schon beantwortet nach Philippa Strache, ob das noch einmal eine Marketingträgerrakete wird. Das wird keine Rolle spielen. Entscheidend wird sein, über welche finanziellen Mittel das DAÖ verfügt. Ja, da ist die Frage spannend, woher das Geld überhaupt kommt. Zweitens, welche personellen Ressourcen sie haben und drittens, welchen Wahlkampf sie führen. Ich darf vielleicht auch an der Stelle anmerken, dass es spannend ist, dass heute kein Vertreter von der DAÖ da ist. Ich glaube, Sie haben schon erklärt, warum. Es ist auch ein bisschen ein sehr eigenartiges Demokratie- und Medienverständnis, das muss ich schon auch anmerken. Genau, wir haben Sie natürlich angefragt. Aber Philippa noch was sagen? Ja, bitte. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe mir heute das auch angeschaut, da in dieser Übertragung. Ist euch das Minenspiel der Philippa Strache nicht aufgefallen? Dass diese Frau mit der Veranstaltung, und ich schätze diese Frau ungemein, und ich mag sie auch, aber dass sich die dort weder wohlgefühlt hat, noch das unterstützt hat,
sparsamster Applaus, gerade wenn es notwendig ist. Mundwinkel nach unten, kein einziger Lächeln. In den Sophienfällen. Ist ja auf, alles ja. auf online nachts, das haben wir ja gesehen. Dort, und sie war gesehen. Öfter bildfüllend ja im Fernsehen zu sehen, während der Veranstaltung. Also die hat sich da nicht wohl gefühlt. Und warum, habe ich, glaube ich, in der vorigen Erklärung mitgegeben. Weil sie ist die Mutter ihres Sohnes und die Frau des Politikers. Und die sieht natürlich ganz genau, was da auf sie zukommt, wenn sich dann Heinz-Christian Strache nicht besinnt und nicht sagt, ich ziehe mich da jetzt raus, sondern ich präsentiere mich am goldenen Teller jetzt allen, die sollen alle auf mich schießen. Er hält es vielleicht aus. Glaube ja, er hält es sicher aus. Er hat einen breiten Rücken, schon viele Jahre in der Politik, aber er hat eine Verantwortung und auf die möchte ich nochmal pochen. Daher verstehe ich es nicht und er wäre gut beraten, das nicht zu machen. Übrigens, Entschuldigung, ja? Noch ja? Ein Punkt noch. Jetzt wird das DAÖ dann, es wird ja auch oft geschrieben, muss man schon ehrlicherweise sagen, nicht so sehr in der Kronenzeitung, aber in anderen Medien, das DAÖ wird jetzt der FPÖ so viele Stimmen wegnehmen. Da empfiehlt sich ein Blick ins Jahr 2008. In 2008 Nationalratswahl, BZÖ, FPÖ. Beide Parteien haben damals 6-7% zugelegt, beide. Und siehe da, in der Wählerstromanalyse, wissen Sie, welche Partei am meisten gelitten hat unter dem Antreten des BZÖ? Die ÖVP. Das BZÖ und der Haider hat der ÖVP die meisten Stimmen weggenommen. Und jetzt empfehle ich einmal allen ÖVP-Strategen, die jetzt so klatschen und sich so freuen über den Kannibalisierungseffekt, der zwischen den Blauen und den DAÖ stattfindet, einmal ein bisschen in sich zu gehen und nachzudenken, was es heißt, wenn unter Umständen ein paar, es brauchte nur 1 Prozentpunkt, 1,5-2 Prozentpunkte von der ÖVP zum DAÖ wechseln würden in Wien, dann schaut nämlich der ÖVP dort nicht mehr so gut aus und vor allem, sie bringt keine Mehrheit zusammen grad, gegen den Bürgermeister. Weil wir gerade bei 2008 waren, wir haben rausgekramt ein Wahlduell von 2006 zwischen Ihnen und Heinz-Christian Strache. Und das schauen wir uns gemeinsam an. Und wissen Sie, was bei Ihnen einmal überbleiben wird? Sie sind der Sprengmeister von Knittelfeld. 2002 haben Sie Dr. gemeinsam... Herr, das wissen Sie ganz genau. Herr Strache, tun Sie mich nicht unterbrechen, ich habe Sie auch nicht unterbrochen. Sie sind der Sprengmeister von Knittelfeld 2002. Sie sind Hand in Hand mit Ewald Stadler Unterschriften sammeln gegangen und wollten diese Regierung sprengen. Und zwar die FPÖ, den FPÖ-Teil aus der Regierung. Und heute sind Sie doch der Handlanger des Systems. Sie sind schon so eine alte Systempartei, verhabert mit SPÖ und ÖVP. Ja. Sie haben gesagt, Sie waren sehr jung. Um Gottes Willen, und jetzt gleich ich wieder ein großes Bild, dass man den Altersunterschied gleich sieht von damals. Das ist ja entsetzlich. Aber ist das nach wie vor, ist dieser Befund nach wie vor ja, aufrecht? Es ist interessant, es ist fast übernehmbar, denn eins muss sich natürlich Heinz-Christian Strache, so leid es mir tut, einen Vorwurf auch gefallen lassen, dass er natürlich mit der jetzigen Aktion wieder zum Handlanger wird von den Linken, von Rot, von Grün, weil die klatschen in die Hände und sagen, Klaas, der schaut da jetzt im Mitte-Rechts-Lager, entweder der ÖVP oder der FPÖ, irgendwem wird er schon schaden, nimmt denen Stimmen weg, bleibt für uns mal über. Es geht immer um denselben Kuchen. Es geht um eine Torte, wo sich jeder sein Stückerl abschneiden kann, die Wählertorte. Und die freuen sich jetzt. Und diesen Vorwurf muss man ihnen machen. Ja, so ist es. Mit einem Schaden, ob er jetzt auftritt als Spalter, als Zerstörer, oder auch als Racheengel, wie ich es jetzt gelesen habe. Willst du Rache, dann wählst Rache. Wunderbarer Reim, kennt vom Kickel kommen. Er schadet der eigenen Ideologie, wenn man das so will. Er schadet dem eigenen Anliegen. Und das hoffentlich begreift er das schon langsam, dass im Moment, seit er da wieder auf der Bühne ist, er Applaus von der falschen Seite bekommt. Das müsste mir auch zu denken geben. Ich muss da was wirklich mir persönlich Wichtiges auch sagen. Ja? Der Herr Strache, der Jörg Haider bei der BZÖ-Gründung, ja, die tiefsten, untergriffigsten Beleidigungen deswegen gemacht hat, Beschimpfungen von Verräter über verlassenen Familienvater, psychisch krank, das BZÖ möge am orangen Komposthaufen der Geschichte verfaulen, Zitat, und Haider mit dazu, dass das, was er Haider damals vorgeworfen hat, er 1:1 heute macht genau dasselbe. Komischerweise auch mit teilweise sehr, sehr ähnlichen Argumenten, wie sie damals gefallen sind. Das heißt, in Wahrheit wiederholt sich die Geschichte 1:1, teilweise sogar wortgleich und wortident und argumentationstechnisch ident und kann am Schluss, ja, und da schließt sich der Kreis zu dem, was Peter Westenthaler gesagt hat, dazu führen, dass nicht zum erhofften und ja fast herbeigebeteten Crash zwischen diesen beiden Parteien, dass beide hin sind, ja, es kommt, sondern dass unterm Strich vor allem die ÖVP verliert, aber auch
durchaus in Wien gerade auch die SPÖ betroffen sein könnte. Und wir reden hier davon, dass es jetzt bei dieser Wienwahl ja wirklich um den Bürgermeistersessel und um die Mehrheiten dafür gehen wird. Insofern möchte ich das, was der Peter Westenthaler gesagt hat, alle schwarzen Strategen der türkisen Partei könnten mit ihrer Einschätzung und Wunschvorstellung am Ende des Tages völlig daneben liegen. Herr Kraus, Sie haben vorhin schon gesagt, was die FPÖ denn besser macht oder besser kann als das DAÖ. Gibt es irgendetwas, was sich die FPÖ von der DAÖ abschauen kann? Ich hoffe nicht. Also ich glaube, wenn man die letzten Wochen gesehen hat, dann waren es eben erstens falsche Versprechungen. Es war eine sehr schlecht organisierte Pressekonferenz. Es war eine mittelklassige Veranstaltung im dritten Bezirk und ich glaube, dass es nicht das Ziel sein muss, der FPÖ von irgendeiner Partei was abzuschreiben, weil das nicht unsere Aufgabe ist. Wir haben die Themen, für die wir stehen, für die im Übrigen die SPÖ im Burgenland jetzt auch ein gutes Ergebnis in manchen Bereichen eingefahren hat, weil wenn man sich den Herrn Doskozil anschaut, Thema Sicherungshaft, Thema Kopftuchverbot, dann ist er dort zwar für die SPÖ kandidiert, kommt aber der FPÖ Wien inhaltlich viel näher, weil der Herr Ludwig in Wien mit der SPÖ und mit seinem Koalitionspartner, den Grünen, gegen Sicherungshaft, gegen das Kopftuchverbot, dafür, dass man mit Burkini in Wien ins Schwimmbad gehen darf. Das heißt, all die Themen, mit denen die SPÖ im Burgenland erfolgreich war, die vertritt in Wien die FPÖ. Und hier könnte sich die SPÖ auch vielleicht einmal überlegen, ob der Kurs, den sie fahren, der richtige ist. Aber uns kann es nur recht sein, weil ich glaube, auch in Wien gibt es sehr, sehr viele Leute, die all diese Dinge nicht wollen. Und das wird auch der Schlüssel zum Erfolg sein. Frau Vettermann, Sie schauen sehr kritisch. Ja, weil Sie sozusagen immer nur auf das Migrationsthema ansprechen. Ich glaube, man darf auch nicht ganz außer Acht lassen, dass die Inhalte, mit denen Doskozil die Burgenlandwahl gewonnen hat, sehr wohl linke, wenn man so bezeichnen will, oder sozialdemokratische waren. Das war die Pflege, es war ein Mindestlohn. Das würde ich jetzt bei der Wiener FPÖ nirgends sehen, ehrlich gesagt. Naja, das sehe ich ganz anders, weil wenn wir uns anschauen, zum Beispiel die SPÖ war es in den letzten 5 Jahren in Wien, gerade im Pflege- und Gesundheitsbereich für einen Skandal nach dem anderen gesorgt hat. Die SPÖ hat in Wien mit dem Krankenhaus Nord hunderte Millionen in den Sand gesetzt. Sie hat dafür gesorgt, dass Leute in Wien auf einen Facharzttermin wochenlang warten müssen, dass es in den Notaufnahmen zu Wartezeiten kommt, die verheerend sind, dass es viel zu wenig Notärzte gibt in Wien. Das heißt, gerade im Gesundheitswesen gibt es einen irrsinnigen Aufhol- und Verbesserungsbedarf in Wien, wo wir natürlich sagen, hier muss man umdenken, hier muss man auch wieder Geld in die Hand nehmen, damit es bei den Patientinnen und Patienten ankommen kann. Und in der Sozialpolitik, was hat die SPÖ in Wien gemacht? Wir haben die höchsten Mindestsicherungsbezieher in ganz Österreich. 60% aller Mindestsicherungsbezieher, die es in ganz Österreich gibt, leben in Wien. Und von diesen 60% ist wieder über die Hälfte Nichtstaatsbürger, also Ausländer. Das heißt, hier das Staatsgeld und das Steuergeld von Wienern zu Ausländern zu verteilen, das macht die SPÖ sehr gern und sehr oft. Das ist nicht unser Weg. Und das ist auch eine, wenn Sie so wollen, linke soziale Politik. Sie machen gerade eine Themenbelangsendung, Herr Kraus. Das ehrt Sie zwar und zeigt, dass Sie rhetorisch gut geschult sind, aber es ist halt schon ein bisschen zu lang. Weil ich will auch noch was sagen, nämlich zur Frau Vettermann. Ja? Ich habe schon gedacht, dass du nicht für sie unterbrichst, sondern für dich. durchaus wahrscheinlich in der in einem Sinne auch, weiß ich nicht. Nein, da muss ich schon eines festhalten. Ja? Der Unterschied zwischen Burgenland und Wien ist schon der sehr entscheidende, dass Doskozil im Burgenland eine Mitte-Rechts-Politik gemacht hat, in dem Sinne, dass ich Ihnen durchaus zustimme, dass er im Sozialbereich linke Themen verfolgt hat, aber im Sicherheitsbereich und Migrations- und Asylbereich, der einfach, ob man will oder nicht, ein zentrales Thema für die Leute ist, einen Rechtskurs gefahren ist. Die Wiener Grünen, die zu den Linksaußengrünen österreichweit zählen, ja, das ist die linkste Landesgruppe von allen, sind die Wiener Grünen, machen gemeinsam mit einer gespaltenen Wiener SPÖ zwischen Linken und weniger Linken eine in Summe linke Politik in sämtlichen Bereichen, auch im Asyl- und Migrationsbereich. Denken Sie nur zum Thema Mindestsicherung, wo der Herr Kraus wirklich recht hat, Wien ein Magnet ist, richtiggehend ein Magnet ist für sämtliche Asylwerber, weil die Stadt Wien am meisten zahlt und jeder Asylwerber dort am meisten bekommt. Und genau das sind Punkte, die dem Bürgermeister, die dem Herrn Bürgermeister und den Grünen auch noch am Kopf fallen werden und was man vom Burgenland her unterscheiden muss. Ja? Das war jetzt Ihre Belangsendung gegen alle anderen Parteien. Aber ich glaube, wo sich auch der Kreis
zu dem Thema der Sendung wieder schließt vom Burgenland, ist einfach die Person von Hans-Peter Doskozil. Die Leute im Burgenland haben auch ganz stark einfach die Person Doskozil gewählt. Der steht für ein gewisses Thema, ich gebe Ihnen recht, in der Migrationsfrage sicher weiter rechts als die Bundes-SPÖ oder die Wiener SPÖ und sonst sozialdemokratische Parteien. Mit FPÖ-Politik bringen wir es am Punkt. Doskozil macht in dem Bereich FPÖ-Politik. Wo ich hin wollte, ist, dass es um die Person Hans-Peter Doskozil geht und da schließt sich der Kreis wieder. Vielen DAÖ-Wählern oder Sympathisanten geht es einfach um die Person Heinz-Christian Strache. Da kann sonst, ob dort jetzt besonders viele noch dazu wechseln, glaube ich auch nicht. Ist aber auch völlig egal, das ist total belanglos. Es geht einfach nur um Heinz-Christian Strache. Und wenn das nur Heinz-Christian Strache ist, wird er trotzdem seine Anhänger und seine Fans haben. Jetzt ist aber die Frage der Prognose. Und die Prognosen haben einen wirklichen Fehler, sie behandeln sich mit der Zukunft. Und daher kann man nicht sagen, wie das ausgeht. Ich glaube das alles nicht. Ich glaube, natürlich hat Heinz-Christian Strache Fans, die aber mittlerweile auch überschaubar sind. Das sind eben die paar Prozentpunkte. Nicht umsonst wissen wir etwa bei dieser Veranstaltung in den Sophiensälen, das war wieder das Geschick des Gernot Rumpold, der halt 400 Leute als 1.000 verkauft. Das muss das anbringen, ja, weil es waren 400 Stühle nachweisbar drin. Aber ist egal. Nachdem ich dort war, weiß ich, dass nicht alle gesessen sind. Nein, es sind ziemlich viele hinten gestanden. Ich habe es nicht gezählt, ich gebe es zu. Ich habe es gezählt. Es war, Es war danach, erstens einmal weiß ich es, weil die FPÖ auch schon eine Veranstaltung dort gemacht hat. Ich weiß, dass jemand die Sessel zählen hat lassen. Ist ja egal, um das geht es ja gar nicht. Sie haben einen Verkäufer, der kann das, der kann die Medien auch wunderbar an der Nase herumführen. Das ist das Geschäft von Gernot Rumpel, hat er immer schon gemacht und macht er jetzt weiter. Und alle fallen ihm auch darauf rein. Alle fallen auch darauf rein, diese vielen Strache-Fans, die es da noch gibt. Na klar, aber ich sage Ihnen noch einmal, in Wien ist eine völlig andere Situation. In Wien geht es mittlerweile nicht darum, wovor Doskozil im Burgenland warnt, sondern in Wien ist es bereits umgesetzt. Nämlich diese Massenzuwanderung, wo jeder Einzelne, der in Wien lebt, am eigenen Leib verspürt. Ich bin selbst ein Kind aus Favoriten. Ich lade Sie ein, gehen wir mal die Fußgängerzone Favoriten spazieren hinunter. Sie kommen sich vor wie in Istanbul an den Straßenzug. Dort ist nichts, dort gibt es Wien. Genau dieses Wort, ungefähr, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Lassen Sie mich fertig, ich habe es auch nicht in Ruhe. Dort gibt es Wien nicht mehr. Das ist dort mehrheitlich bereits in Hand der Zuwanderer. Es sind in den Straßenzügen keine Wiener Geschäfte mehr. Und das erlebt der Wienerin und die Wienerin und der Wiener jeden Tag. Und jetzt überlegen Sie einmal, was wird der Wiener und die Wienerin im Oktober, wenn die Wahl ist, dann am Ende entscheiden? Ich bin so ein Fan vom HC Strache und deswegen wollen HC Strache. Oder ich möchte, dass sich meine ureigensten Lebensumstände aufgrund der Massenzuwanderung wieder ändern. Ich will wieder mehr Wien zurückkommen. Dann wird er wahrscheinlich die FPÖ wählen. Und das wird die Entscheidung sein. Und daher, ich wette eigentlich nicht, aber ich traue mir jetzt und hier zu sagen, entweder tritt er nicht an, der Heinz-Christian Strache, weil er vielleicht nur vernünftig wird, weil ich glaube, er ist ein vernünftiger und ein umsichtiger Mensch. Er hat Situationen bisher immer gut einschätzen können und ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Obmann einer 3-4-5-6%-Partei in Zukunft sein will. Wenn er das will, wünsche ich ihm viel Spaß. Es macht keine Laune. Du warst vorher nicht da. Ich wiederhole das nochmal, dass Haider darunter gelitten hat, von einer 27%-Partei plötzlich auf einer Witzpartei gewesen zu sein. Das ist die Wahrheit. Und dass auch die 11% trotz allen Erfolges, es war ein Erfolg, aber er war schon mal höher. Und ich wissen auch aus eigener Erfahrung. Ich will noch wissen, warum gewettet wird. Wenn ich wetten würde, dass eine DAÖ, egal ob mit oder ohne Heinz-Christian Strache, keine 5% im Herbst schafft, weil bis dahin noch so viel passieren wird, dass diese Partei überflüssig wird. Es gibt kein Wetten, ich wette nicht. Ich sage nur, wenn ich wetten würde, würde ich doch wetten. Und ich wollte aber nur sagen, ziemlich wortgleich, was Sie gesagt haben, nicht mit Istanbul, sondern Wien ist ja schon Saudi-Arabien oder irgendwie das war ist voll. Saudi-Arabien ist nicht Istanbul. War in den Sophienseelen sein. Ich wollte einfach nur sagen, inhaltlich gibt es da einfach große Überschneidungen. Ja, und das ist aber klar, dass es inhaltlich ähnlich ist, eben. Weil das eine Absplitterung ist. Aber das eine, das kann man unterstreichen, die Leute sozusagen, wenn wir jetzt in der Umfrage haben, 15% die größere FPÖ, 5% die kleine Absplitterung, die 5% überlegen sich dann ja, werfe ich meine Stimme zu 90% weg für eine Gruppe, die gar nicht reinkommt, oder unterstütze ich die FPÖ, damit sie noch einmal Zweiter wird. Das heißt, deswegen dieser Sprung von 15 Richtung 20 ist leicht drinnen. Es wird Folgendes passieren, ja, und
Da möchte ich an Sie anschließen. Die SPÖ hat das große Problem, dass dieser Landeshauptmann-Bonus den Doskozil entwickeln konnte, Ludwig in keinster Weise hat. Also ich sehe den Bürgermeister-Bonus nicht. Der Peter Westenthal hat recht. Jene Wähler, die die DAÖ wählen werden, die wählen sie wegen Heinz-Christian Strache und ausschließlich wegen der Person Strache. Es wird auch irgendwann Liste Strache heißen. Das ist strategisch völlig logisch, aber es müssen sowohl die DAÖ mit dem Herrn Strache als auch die FPÖ aufpassen, dass das Hauptthema dieser Wahlauseinandersetzung weder die DAÖ noch ihr Kampf oder Streit mit der FPÖ, ob er stattfindet oder nicht, sein wird, sondern sich zuspitzen wird auf die Bürgermeisterfrage. Bleibt ein Roter oder wird es ein Türkiser? Und da müssen sich vor allem auch die FPÖ Strategien überlegen, in diesem Richtungskampf nicht zerrieben zu werden und unterzugehen. Wenn diese Richtungsentscheidung, auf die SPÖ und ÖVP jetzt schon anlegen, erfolgt, werdet ihr zu kämpfen haben und ist der Strache sowieso weg vom Fenster, der findet dann nicht mehr statt. Ja. Aber was als nächstes am Programm steht, ist eine Veranstaltung, und zwar am 26.02. ist ja die bekannte Ascher-Mittwochsveranstaltung. Da haben wir gleich zwei Veranstaltungen, und zwar von der FPÖ als auch von der DAÖ. Was werden Sie sich ansehen? Ich weiß nicht einmal, was ich morgen gescheit mache, schweige denn am 26. Da fragen Sie mich, Gott sei Dank leiste ich mir den Luxus, weder politischer Funktionär noch Junkie zu sein. Ich schaue mir das an, was gerade daherkommt, was mich interessiert, was am 26. Februar ist, das möglicherweise, das ist ein Aschermittwoch, genau, könnte sein, dass da Champions League ist und ich mir ein Match anschauen, von keins von beiden. Also ich bin da entspannt, ich kann auch beide Veranstaltungen einordnen, wo die hinkehren. Das werden zwei Wahlkampfveranstaltungen werden, ich kann Ihnen heute schon sagen, was dort wahrscheinlich gesagt wird. Für alle, die interessiert sind, viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich meine anschaue, keine Ahnung. Stefan, ganz kurz, du hast völlig recht, es gibt keinen Bürgermeisterbonus in Wien. Ich glaube, viele Wiener, wenn man auf der Straße rumfragt, wer ist der Bürgermeister, würden auch noch ehrlich Häupl antworten, weil der Herr Ludwig bis heute nicht wirklich angekommen ist in der breiten Bevölkerung, weil viele diesen Wechsel überhaupt nicht mitbekommen haben. Und auch eine unklare Linie, er ist unscheinbar in Wahrheit. Ja. Und er hat es in den letzten zwei Jahren nicht geschafft, ein einziges Projekt zu setzen, für das er steht und mit dem er sich profilieren hätte können. Das heißt, da gebe ich dir recht. Wo ich dir auch recht gebe, natürlich, unser Gegner ist nicht eine Kleinstpartei, unser Gegner ist Rot-Grün in Wien. Das ist völlig klar und das steht außerhalb jeder Debatte. Aber ganz kurz noch, wenn du sagst, es gibt ein Bürgermeister-Duell zwischen Rot und Türkis, das sehe ich überhaupt nicht so, weil die ÖVP ist jetzt in einem absoluten hoch und liegen trotzdem wenige Prozentpunkte vor unserer geschwächten FPÖ. Und wenn du das heißt, hier eine Zuspitzung zwischen Rot und Türkis herbeizureden, sehe ich überhaupt nicht. Da ist noch alles drin, auch für uns. Es werden aber beide Parteien versuchen und die Chance ist hoch, dass es ihnen gelingt. Herr Petzner, Sie sind ja auch Politikberater. Ja. Was würden Sie denn DAÖ, Heinz-Christian Strache und auch der FPÖ für diesen Wahlkampf raten? Ich würde ehrlich sein und dem Strache wirklich raten, als Mensch, forget it, so wie der Peter Westenthaler sagt. Ich möchte wirklich auch betonen, weil mir das wichtig ist, dass mein größter Respekt seiner Frau gilt. Die hat es, glaube ich, von allen am schwersten. Da hat der Herr Westenthaler und der Peter völlig recht. Und würde einfach als Politexperte dem Herrn Strache sagen, wenn eine Wahl ungewinnbar ist, ja, und du in aussichtsloser Lage bist, ja, dann ich ziehe keinen Krieg und führe keine Schlacht, möglicherweise mit hohem Blutvergießen politischem, wo ich überhaupt keine Chance habe und von Haus aus verloren bin. Das ist für die DAÖ so. Ja? Und der FPÖ kann man nur raten, eben sich in diesem Duell, das Türkis und Rot anpeilen und das stattfinden wird, ich sage das nochmal, Herr Kraus, das ist so, zu überlegen, wie sie sich da positioniert und vor allem auf welche Seite sie sich schlägt und sich verhält. Die FPÖ hat ja die Chance zu sagen, wir als FPÖ sind der entscheidende Faktor und die Partei, die entweder für die entscheidende Mehrheit in die eine oder in die andere Richtung sorgen kann. Das könnte so ein Ansatz also sein. Der Herr Petzner, aber damit ist meine Beratungsstunde beendet. Über www.stefanpetzner.at. Genau, also Stefan Petzner ist buchbar, vielleicht auch in Richtung der FPÖ oder in Richtung der Höheheitsrichtung. Ein letzter Satz. Wir sind leider schon am Ende. Wir werden sicherlich noch rege weiter diskutieren. Frau Vettermann, meine Herren, vielen, vielen Dank für diese sehr spannende Diskussion. Danke auch an Sie, dass Sie wieder mit dabei waren. Alle Highlights dieser Sendung finden Sie im Anschluss auf krone.at und morgen natürlich wie immer in der Kronenzeitung. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Im Namen der gesamten Redaktion wünsche ich einen schönen Abend.